Hey Clasher, für alle, die aktuell mit den Druiden ein bisschen auf Kriegsfuß stehen, ist diese Strategie hier aktuell unfassbar stark. Titanen seit der Änderung der Erdbebenschuhe einfach, ja, auf einem komplett anderen Level. Denn Elektro-Titanen hatten bisher immer ein großes Problem und das waren Mauern. Durch die Änderungen, also durch die komplette Überarbeitung dort des Erdbebenschuhs beim König, habt ihr mit Mauern kaum noch Probleme und das spart euch eine Menge. Ihr könnt auch diese Ausrüstung bereits ab Level 1 benutzen, was ihr natürlich umso besser macht, denn die Fähigkeit funktioniert bereits auf Level 1, das heißt, ihr bekommt über einen Riesenradius alle Mauern weg. Die Basiswerte der Ausrüstung natürlich werden mit jedem Level besser, aber bereits ab Level 1 gut einsetzbar. Ansonsten nutzen wir einen Superbogenschützen-Zeppelin mit zusammen, weil wir das Ganze natürlich extrem einfach gestalten wollen und diese Zeppeline sind einfach tendenziell sehr, sehr einfach und gut zu spielen. Ich habe einen Frostzauber mit dabei, um ein bisschen universeller einsetzbar oder universeller planen zu können bei den Angriffen. Ausrüstungstechnisch bei der Königin. Ihr könnt auch statt dem Spiegel zum Beispiel einen Frostfall benutzen. Ich bin immer super großer Fan dieser Kombination. Unsichtbarkeitsflasche geht zum Beispiel auch. Wächter ist wichtig. Ihr wollt die Wutaura, weil ihr eben die Heiler nochmal mehr Power aufstrahlen lassen wollt. Und das startet mit der Wutaura wunderbar. Und auf der Gladiatorin, ich bin immer noch ein Riesenfan bei Bodenangriffen, eben von der Schweinreiter-Puppe mit der Eilflasche. Ihr könnt aber auch zum Beispiel Schild plus Speer benutzen. Beides geht auf jeden Fall vollkommen klar. Aber ich würde sagen, ich zeige euch am besten ein paar Beispielangriffe, damit ihr euch selber überzeugen könnt, wie stark diese Strategie wirklich ist. Direkt das erste Dörfchen. Unsichtbarkeitstürme sind hier auf der entfernten Seite. Das sehe ich nicht wirklich gerne. Aber kriegen wir schon hin. Mit Rathaus ist auf jeden Fall eine Option und die Adlertillerie finde ich ja persönlich sehr, sehr nervig. Deswegen, obwohl ums Rathaus drumherum gar nicht so viel ist, glaube ich, dass wir dort schlussendlich auf jeden Fall versuchen hinzufliegen. Das heißt, wir gehen hier mit dem Lavahund rein. Das ist so. Ein paar Testballons hier mit dazu und dann einmal mit dem Zeppelin. Wunderbar. Dann einmal hier aufgemacht. Ist gewartet. 2, 3, 4. Wunderbar. Und gleich die nächste Unsichtbarkeitszauber. Wieder hier mit dazu gemacht. 1, 2, 3, 4. Nächster Unsichtbarkeitszauber. 2, 3, 4. Und dann würde ich sagen, können wir hier von der oberen Seite starten, um den Monolith direkt rauszubekommen. Ist das eine Möglichkeit? Ich würde sagen, das ist eine Möglichkeit, vor allem, weil der inzwischen schon fast draußen ist. Das heißt, hier Königin und Wächter starten wir erstmal direkt, dass wir keinen, da ist jetzt eine ganze Menge, die hochkommt. Warte, wie machen wir das? Das sollte eigentlich passen, oder? Wir können auch den Mini-Wächter hier mit dazu spielen. Und dann sollten die eigentlich hier sehr gut durchkommen, ohne dass wir allzu viele Trefferpunkte auf unseren Titanen verlieren. Und dann kommen wir hier mit den Titanen einfach schon mit dazu. Hätte dadurch brauchen wir nicht unbedingt. Jetzt natürlich die Frage, wann und wo brechen wir hier rein? Ich würde behaupten, wir versuchen hier direkt mit der Königfähigkeit zu arbeiten. Das sollte auf jeden Fall gut funktionieren. Wir denken mal dran, wir haben ja die Erdbebenschuhe hier. Das heißt, das sollte auf jeden Fall gleich, sobald hier an der Mauer sind, eine gute Möglichkeit sein. Oh, der König läuft. Okay, halt, stopp. Ich nutze jetzt die Fähigkeit. Der König läuft nämlich ein bisschen anders als erhofft. Beim Mauerbrecher jetzt. Macht direkt ins Zentrum auf. Genauso muss das sein. Wunderbar. So, Titanen. Oh Gott, ich hoffe, die laufen hier gleich wieder zurück rein. Scheint eher nicht so der Fall zu sein. Aber ist in Ordnung. Dann machen wir einfach unseren eigenen kleinen Queen Charge durchs Zentrum. Denn wir haben ja noch die Heilerpuppe da drauf. Das heißt, das sollte klar gehen. Das benutzen wir einfach mal jetzt. Eine schwarze Mine ist da, was sollte immer noch okay sein. Mauerbrecher, dass die Titanen weiter können, aber anscheinend geht alles jetzt hier wieder so dem Gange zu, wie wir es haben wollen. Ich muss natürlich aufpassen, wir haben jetzt außen einige, die rumgehen. Vielleicht können wir hier reinbrechen. Titanen oder mit der Gladiatorin nachhelfen. Die Wächterfähigkeit haben wir auch noch. Der Frost ist hier, glaube ich, ganz gut angebracht, dass wir eins mit Titanen noch am Leben behalten. Und dann geht es einmal komplett durchs Zentrum durch. Mit den Heilern. Mit allen drum und dran. Magier außen bereits am Aufräumen. Hier außen können wir schon mit Bogenschützen nach und nach hier aufräumen. Wächterfähigkeit haben wir auch noch. Nutze ich mal jetzt hier einfach, sobald es Richtung Unsichtbarkeitsturm geht. Da hätte ich einen Ticken früher nutzen können. Sollte aber, glaube ich, sowieso passen jetzt auf jeden Fall. Kurz ein Baby dran mit dazu. Magier außen mit dazu. Und damit sind es auf jeden Fall die drei Sterne. Ihr seht also, super simpler Ansatz. Super stark und einfach die Titanen sind sehr, sehr geil für diese Strategie. Ihr könnt auf jeden Fall auch Druiden spielen, aber ich weiß, viele haben inzwischen ihre Probleme damit. Dementsprechend, ja, nutzt einfach sehr, sehr gerne die Heiler. Die sind einfach, soll ich sagen, die sind auf jeden Fall schusselsicher. Kurz die Küste noch aufmachen. Ich glaube, ich hätte irgendwas Tolles bekommen auf dem Account. Einfach, weil ich
habe an sich, also der Account ist komplett durch, ne? Das heißt, magische Items und Kurz. Doch, das nehme ich auf jeden Fall gerne, den Snaggerino. Den nehme ich auf jeden Fall gerne mit. Aber ansonsten würde ich sagen, nächster Angriff, Abfahrt. Nächster Angriff, nächster Zeppelin. Wo genau gehen wir das Ganze an? Wie genau gehen wir das Ganze hier an? Art Artillerie, wie gesagt, will man immer ganz gerne früh rausbekommen. Und das, glaube ich, können wir am Ende mit unseren Helden machen. Ich gehe jetzt erstmal hier mit dem Zeppelin rein. Und die Frage ist, wo machen wir das? Der Aufwand kann ganz gut hier Richtung Elixierlager fliegen. Und auch vom Winkel her sollte das, glaube ich, gar nicht so verkehrt sein. Ich glaube, die Seite ist hier relativ irrelevant, wo wir hinfliegen. Rechts, unten oder wie auch immer. Deswegen gehen wir mal hier rein. Ein paar Ballons mit dazu. Und dann einmal hier schon mal ein paar Bogenschützen mit dabei. Und dann gleich natürlich hier einmal reingeflogen. Wunderbar, das sieht doch bisher schon mal gar nicht schlecht aus. Unsichtbarkeitszauber. Einmal ganz kurz warten, bis alles draußen ist. 2, 3, 4. Oh. Und damit geht's hier weiter. 1, 2, 3 und 4. Nächster Unsichtbarkeitszauber. 1, 2, 3, 4. Nächster Unsichtbarkeitszauber. Ich glaube, ich versemmel die aktuell ein bisschen. Haben wir noch was am Leben? Wir haben noch was am Leben. Das heißt, ich mache noch mal unsichtbar. Aber ja, nicht ganz optimal, aber zeitlich auch nicht absolute Katastrophe. Ah, ist ein bisschen ehrlich, dass die Luftabwehr dürfte nicht mehr viele Trefferpunkte haben, oder? Ich versuch's einfach mal. Wenn die Ballons hier... Froste es einfach? Ich froste es. Weil dadurch würden die Ballons zum X-Bogen weitergehen. Und das wäre ganz, ganz wichtig, dass der rausgeht. Und damit soll es auf jeden Fall rausgehen. Haben wir jetzt zwar keine Testballons, aber ich hoffe einfach mal, dass hier nichts ist. Und damit können wir dann hier oben gleich reingehen mit dem Mauerbrecher und unseren Titanen. Den König versuche ich dann hier gleich mit reinlaufen zu lassen. Babydrache. Titan hier mit dazu. Den Aushilfswächter. König. Und dann ist gleich nochmal den nächsten. Oh, der nächste Mauerbrecher ist nicht ganz so gelaufen, wie erhofft. Der Mauerbrecher ist nochmal bescheuerter gelaufen. Aber egal, wir haben ja noch die Fähigkeit des Königs, um weiter ins Dorf reinzukommen. Müssen wir, glaube ich, auch auf jeden Fall auch nutzen. Ah, kriegen wir schon hin. Kriegen wir schon hin. So, König, lauf genau in die Mauer. Perfekt. Wann kriege ich auch die Könige noch mit rein? Jetzt? Oh mein Gott, genau so muss das aussehen, meine Freunde. Wächterfähigkeit jetzt. Oh nee, jetzt. Moment, halt, stopp. So muss es nicht. Wobei, halt. Moment, Moment. Die Königin kriegt gleich das Rathaus. Das sieht doch gar nicht schlecht aus. Und danach sollte sie sterben. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass die Heiler nach draußen gehen. Und da der Thron habe ich ja auch noch. Ich glaube, das Einzige, worauf ich warten muss aktuell, dass der Giftturm ausgelöst wird. Und dadurch kann ich die Gladiatoren dann hier sicher mit dazu. Mit Titanen kommen oben mit dazu. Spiele ich die Gladiatoren jetzt schon? Ich glaube, wir können die Gladiatoren jetzt hier oben schon mit dazu spielen, oder? Damit der X-Bogen rausgeht. Headhunter haben wir gleich auch noch mit dabei. Wir können hinten raus schon mal ein bisschen für die Aufräumarbeiten gehen. Gladiatoren. Das sieht doch bisher hier absolut genial aus, nicht wahr? Absolut tipptopp. Nächster Magier hinten raus. Wir haben noch die ganzen Titanen, die halt eben an der Mauer stecken geblieben sind. Die Mauerbrecher waren absolute Vollkatastrophe. Ich hätte auf jeden Fall dort die Königfähigkeit früher benutzen müssen. Aber ich glaube, am Ende soll es ja relativ egal sein. Wir haben noch alle Helden am Leben. Beziehungsweise der König ist in seiner Phönixform. Und zeittechnisch dementsprechend sollte das kein Problem sein. Auch wenn es am Ende knapp wird. Aber 3 sind 3. Etwas bei dieser Strategie kann ich euch so auf jeden Fall sagen. Lasst euch nicht allzu viel Zeit. Aber das Ding ist halt eben, Titanen sind so unfassbar stark. Und seitdem die Erdbebenschuhe eben so stark gemacht wurden, wurden Titanen indirekt auch nochmal extrem verbessert. Nochmal kurz die nächste Kiste aufmachen. Was bekommen wir dieses Mal hier drin? Kurz da durch. Oh, so eine seltene. Was haben wir da drin? Ja, nicht das Beste. Aber ich würde sagen, nächster Angriff. Okay, eine weitere Unsichtbarkeitsturmbasis. Geht klar, geht klar. Ich glaube, ich würde sogar hier echt gerne einfach wieder auf die Adlerseite reingehen. Ich bin ehrlich, für mich ist der Adler absolute Katastrophe bei dieser Strategie. Der ist nämlich super duper nervig. Unsere Titanen sind ja sehr, sehr gerne auf einem Fleck und die Adlerschüsse können dort echt viel ausmachen. Das bedeutet, ich glaube, wir fliegen einfach von der oberen Luftabwehr hier einmal drüber. Das ist hier so was mit dazu. Zeppelin, dann kriegen wir den Adler und das Rathaus. Zumindest meine Vorstellung sollten wir das so bekommen. Das ist nämlich hier unsichtbar gemacht. 1, 2, 3, 4. Lohn, Wut. Ich will vielleicht den nächsten Unsichtbarkeitszauber. 1, 2, 3, 4. Nächster Unsichtbarkeitszauber. Das Rados sollte gleich wieder sichtbar werden. 3, 4. Wunderbar. Und ich hoffe, dass wir das Rados auch immer rausbekommen. Oder müssen wir das einmal. Oh. Jetzt ein weiterer Unsichtbarkeitszauber wäre auf jeden Fall nicht schlecht gewesen. Aber kriegen wir hin. So, jetzt hier oben keine Zeit verlieren. Wir haben ansonsten, glaube ich, doch, wir haben eine Baute im Zentrum. Aber ich glaube, das sollte klar gehen. Wir werden auf jeden Fall
mit dem König hier früh anfangen. Testballon, Heiler, ein Mauerbrecher, Titanen mit dazu. Und die restlichen Titanen sollen mit reinlaufen. Aber eine Titanin soll auf jeden Fall außenrum den Rest mehr oder weniger reindrücken. Das ist aktuell Sinn und Zweck der ganzen Übung. Und jetzt natürlich gleich Königfähigkeit, dass wir ins Zentrum reinkommen. Nämlich jetzt. Und dann seht ihr, wir kriegen bis ins Zentrum wieder alles auf. Der Unsichtbarkeitssturm sollte uns dann wirklich Richtung Zentrum drücken. Und das zentrale Unsichtbarkeitssturm sollte mir dann passen. Vielleicht noch ein, zwei Testballons hier mit dazu. Nehmen wir einen Mauerbrecher mit dazu. Weil ich glaube, das sieht bisher auf jeden Fall gar nicht schlecht aus. Was genau? Ist der X-Bogen auf meinem Wächter? Wie hat er das denn gemacht? Und wieso geht mein Wächter gerade nach vorne? Naja, Wächterfähigkeit jetzt hier mal mit dazu. Und jetzt geht alles hoffentlich wieder zurück. Und dann können wir hier unten gleich die Gladiatoren mit dazu spielen. Und nicht jetzt. Oh, das war die Königin-Fähigkeit, aber sollte auch passen. Schweinchen gezündet, Königin. Hoffentlich früher oder später Richtung Rathaus. Das wäre auf jeden Fall wichtig und richtig für uns. Wenn das Rathaus hier fällen würde, Königin, bitte laufe zurück zu dem Multi. Macht sie. Die hört auf jeden Fall direkt aufs Wort. Noch einen weiteren Mauerbrecher haben wir gleich für den hinteren Bereich. Königin im Zentrum mit den Heilern sollte es auf jeden Fall schaffen. Und auch Digi ist anscheinend mit dabei von der Partie. War es zumindest bis eben gerade. Und dann gehen wir hier auf jeden Fall gleich weiter durch. Die Gladiatoren hat natürlich, dadurch, dass wir jetzt sie früh benutzt haben, eine recht schwierige Zeit hier. X-Bogen geht nochmal hier mit. Oh, wir können hier oben schon mal ein paar Bogenschützen platzieren. Und die Gleitung hat das Ganze überlebt. Headhunter haben wir auch noch wieder für den hinteren Teil. Also dort, pass auf. Magier haben wir auch zum Aufräumen mit dabei. Titanen haben wir noch 3 Stück am Leben. Also nicht wirklich knapp, was das angeht. Mauerbrecher hier mit dazu. Babydrache. Headhunter. Das Aufräumen. Oben die Bogenschützen sollten den Rest hinbekommen. Und damit sollten wir, obwohl der Zeppelin nicht unbedingt perfekt war, hiermit sehr, sehr gut klarkommen. Wie bereits gesagt, schaut für euch selber, was bei euch besser klappt. Insgesamt ein weiterer Unsichtbarkeitszauber, der wäre hier auf jeden Fall top gewesen. Oder eben ein weiterer, wie ich ihn nutze, aktuell Frostzauber. Beides hat Vor- und Nachteile. Schaut da jeweils, wie ihr den Zeppelin spielt. Aber wie bereits gesagt, der Frostzauber ist auf jeden Fall eine ganz nette Sache, die man eben mitbringen kann, um nochmal ein bisschen flexibler zu sein. Hat aber eben auch seine Nachteile, wie ihr hier gerade gesehen habt. Also beides eben auf jeden Fall möglich. Aber es kommt auf den eigenen Spielstil drauf an. Damit das Wichtigste hier ansonsten, ja, ist auf jeden Fall die Wutaura beim Wächter, weil das eben eure Heiler richtig schön durchpowern lässt. Ihr könnt auf jeden Fall auch das Ganze mit Druiden spielen. Geht auf jeden Fall auch klar. Dafür würde ich dann wahrscheinlich einen Titanen zum Beispiel nochmal rausnehmen und die ganzen Heiler ersetzen. Aber weiß, viele sagen eben, bis auf den Kriegsfuß, was die was die Druiden angeht. Deswegen, mit Heiler geht es auf jeden Fall auch zu 110%. Und ich hoffe, ich kann das mit dem Video zeigen. Von daher, nutze die Strategie gerne, falls ihr aktuell ansonsten mit Superhexer und Co. nicht wirklich klarkommt. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, was für Strategien würdet ihr aktuell sehen? Was klappt bei euch aktuell sehr, sehr gut nach den ganzen Änderungen jetzt in letzter Zeit in Clash of Clans? Wir sagen, wir sehen uns morgen wieder zurück zum nächsten Clash-Video. Bis dahin rein. Ich wünsche euch was und natürlich tschö, tschö.